Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, die Gebetswoche für die Einheit der Christen steht dieses Jahr unter einem ganz besonderen Stern. Es wird hier für längere Zeit der letzte Gottesdienst sein, den wir mit der Gemeinde feiern. Die Pandemie, so haben wir uns entschieden, soll auch darin ein wenig aufgehalten werden, dass wir niemanden dazu verführen, in die Kirche zu kommen und nachher nach der Kirche, draußen vor der Kirche, mit zu wenig Distanz rumzustehen. Denn nicht der Gottesdienstraum ist das Problem, sondern vorher und nachher. Also alles ist anders. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute Morgen gemeinsam mit der katholischen Gemeinde Pfarrei Bruder Klaus diesen Gottesdienst noch vor Ort feiern dürfen. Die Liturgie ist gestaltet von der Communauté de Grandchamp am Neuenburger See. Sind 35 Schwestern, die dort leben, 15 im Sonnenhof bei Gelterkinden. Und als sie vor Jahren begonnen haben, diese Liturgie vorzubereiten, da war von Corona weit und breit nichts zu wissen, höchstens, dass es der Name der Hexe ist, aus der kleinen Hexe von Ottfried Preußler, die heißt nämlich Corona. Die Kommunität von Grandchamp ist eine klösterliche Gemeinschaft mit Schwestern aus den verschiedenen Konfessionen und aus den verschiedenen Kontinenten der Erde. Und sie engagieren sich für Versöhnung und die Einheit der Kirchen. Sie engagieren sich aus dem Bewusstsein von der Ehrfurcht vor dem Leben für die Bewahrung der Schöpfung. Und sie wollen möglichst in Einheit mit den Geschöpfen der Erde leben. Der Ablauf unseres Gottesdienstes heute, er wird länger gehen als normalerweise eine reformierte Gottesdienstfeier und auch länger als bei euch normalerweise, orientiert sich an der Liturgie der Kommunität. Liebe Brüder und Schwestern, Gott will, so lehrt uns Jesus, dass wir zu ihm umkehren und in ihm bleiben. Er wartet geduldig darauf, dass wir in Liebe mit ihm vereint werden und dadurch Frucht bringen, die Leben für alle bringt. Wir aber neigen dazu, uns selbst zurückziehen und nur das Trennende zu sehen. Wenn wir uns Menschen gegenübersehen, die anderes sind als wir. Lass uns daher auf Christus hören, der uns ruft, in seiner Liebe zu bleiben und so reiche Frucht zu bringen. Unser Gottesdienst hat drei Abschnitte, drei sogenannte Vigilien, so haben sie es genannt, oder Nachtwachen. Christus, der Auferstandene, steht im Zentrum der Feier. Die Liebe mit ihm verbindet uns auch untereinander. Und die Liebe in Christus ist manifest hier in unserer Kirche. Das Mittelfenster zeigt die Liebe aus dem bekannten Text 1. Korinther 13, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe blickt uns an. Genauso wie das Jesuskind im Arm der Maria beim Weihnachtsfenster. Das sind die beiden Gesichter, die die Betrachtenden direkt anschauen. Alle anderen schauen irgendwo hin. Auch die Augen der Tiere sind nie auf uns gerichtet, aber die Liebe und das Jesuskind. Und ich denke, das ist ganz besonders schön, diese Idee von Max von Müllenen in den Bildern. Und das soll auch heute in der Liturgie zum Ausdruck kommen. Früher war das Verhältnis von den Konfessionen oft von Streit und Hass und Konkurrenz geprägt. Heute steht Begegnung
in Liebe und Respekt im Zentrum, auch wenn Konkurrenz nicht immer ganz auszuschließen ist. In Frieden lass uns zu Herrn beten. Herr, du bist der Winzer, der liebevoll für uns sorgt. Drus uns auf, die Schönheit jedes Zweiges am Weinstock zu sehen, die Schönheit jeder einzelnen Person. Und doch haben wir oft Angst vor denen, die anders sind als wir. Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir sind kleinmütig. Unter uns entsteht Feindschaft. Komm und wende unsere Herzen wieder zu dir. Lass uns aus deiner Vergebung leben, damit wir gemeinsam deinen Namen preisen. Amen. Du rufst uns, dir zum Lob auf der Erde zu leben. Ehre sei dir. Wir preisen dich in der Welt und unter allen Völkern. Wir preisen dich in der Schöpfung und unter allen Geschöpfen. Wir preisen dich in Konflikten und Missverständnissen. Wir preisen dich in Begegnungen und Versöhnungen. Du rufst uns, dir zum Lob auf der Erde zu leben. Wir preisen dich in Spaltung und Trennung. Wir preisen dich im Leben und im Tod, im neuen Himmel und einer neuen Erde. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der alle deine Schuld vergibt und alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang. Lobt den Herrn all seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, damit euch der Vater gibt, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Thank you.
Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott, du bist Liebe, du suchst uns, du lädst uns ein, deine Freundschaft zu empfangen und in dieser Freundschaft und Verbundenheit zu bleiben. Lass uns in ein Leben in Fülle hineinwachsen. Des Lebens. Du rufst uns, hier zum Lob auf der Erde zu leben. Du willst, dass wir einander annehmen, weil wir in anderen Menschen ein Geschenk deiner Gnade erkennen. Dein liebender Blick, der auf jeden Menschen ruht, mache uns fähig, einander anzunehmen, wie wir sind. Du führst zusammen, was getrennt ist. Du verbindest uns in Jesus Christus wie die Reben eines Weinstocks. Lass den Geist deiner Liebe in uns wohnen, wenn wir miteinander beten und feiern. Du bist der Winzer, wir sind die Reben. Du rufst uns, mit Wort und Tat in deiner Liebe zu bleiben. Lass uns deine Güte spüren, damit wir deine Liebe zu Hause und am Arbeitsplatz weitergeben können. Hilf uns, Brücken zu bauen und Spannungen zu überwinden. Oft meinen wir, das Gebet sei unsere Leistung. Gebet und zu beten heißt aber still werden. Allen Lärm und alle Sorge hinter uns zu lassen. In der Stille begegnet uns der göttliche Atem. Bleiben wir in seiner Liebe, finden wir Ruhe in Gott.
Lass uns, Ewige, deine Güte schauen und schenke uns deine Hilfe. Ich will hören, was Gott spricht. Die Ewige, sie verkündet Frieden ihrem Volk und ihren Getreuen, damit sie nicht wieder der Torheit verfallen. Nahe ist denen ihre Hilfe, die Gott fürchten, dass Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Treue finden zusammen, es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue sproßt aus der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel hernieder. Die Ewige gibt das Gute und unser Land seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor Gott her und bestimmt den Weg ihrer Schritte. Amen. Ich bitte euch aber, liebe Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltung unter euch zu. Seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung. Es wurde mir nämlich über euch, meine Brüder und Schwestern, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Damit meine ich, dass jeder von euch Partei ergreift. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist der Christus zerteilt? Heiliger Geist, heilige Geistkraft, du erfüllst die Kirche an jedem Ort mit Leben und erneuerst sie. Lass uns eins werden in dir. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, Friedensfürst, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, damit Misstrauen, Verachtung und Differenzen keinen Platz mehr in der Kirche haben. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Heiliger Geist, Tröster, Trösterin, mache unsere Herzen bereit zu Vergebung und Versöhnung und führe uns auf deinen Wegen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Heiliger Geist, bleibe bei allen, die wegen ihrer Treue zu dir verfolgt werden. Gib ihnen Kraft und Mut. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christus ruft uns zur Einheit. Er schenkt uns Frieden und lädt uns ein, den Frieden weiterzugeben. Und der Friedensgruß, der an dieser Stelle nun eigentlich vorgesehen ist, kann so nicht umgesetzt werden.
Der Friedensgruß in der Ökumenischen Einheitswoche in Jerusalem dauert immer ganz lang, weil alle gehen zu allen, um einander den Frieden zu wünschen. Wir haben das hier auch schon praktiziert. Und es erfüllt mich jedes Mal mit Freude, wenn ich sehe, wie die Augen strahlen. Und das Strahlen der Augen, das können wir trotz Masken einander weitergeben. Schauen wir einander an, schauen wir einander in die Augen und geben so einander ein Zeichen des Friedens Gottes. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Länder. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Tut kund seine Herrlichkeit unter den Nationen, unter allen Völkern seine Wunder. Sprecht unter den Nationen, der Herr ist König. Fest steht der Erdkreis, er wankt nicht. Gerechtes Urteil spricht er den Völkern. Der Himmel freue sich und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es frohlocke das Feld und alles, was es trägt. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Amen. Danach schaute ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus jedem Volk, aus allen Stämmen, allen Nationen und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmzweigen in den Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme, und alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und die vier Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, beteten zu Gott und sprachen: Amen, Lob, Preis und Weisheit, Dank und Ehre, Macht und Kraft unserem Gott in Ewigkeit. Amen.
Lieber Bartek, liebe Mitwirkende, liebe Mitfeiernde und liebe, die ihr alle hoffentlich noch lange diesen Gottesdienst mitschauen werdet. Denn wir konnten ja nicht viele sein heute Morgen. Vielleicht werden es noch ein paar mehr sein, die dann die Aufnahme anschauen. Zu Hause, am Smartphone, am Laptop, am Fernseher leider nicht so einfach. Liebe Mitfeiernde, als die Gemeinschaft von Grandchamp vor 4-5 Jahren am Entwurf unserer heute gefeierten Liturgie gearbeitet haben, da war die Welt eine andere. Der Wein am Neuenburger See wuchs wie immer, meistens gut. Die Menschen erfreuten sich am Wein, an der Gemeinschaft mit dem Glas Wein oder Saft oder Kaffee. Gemeinsam essen, gemeinsam trinken, gemeinsam fröhlich sein, das ist doch so entscheidend wichtig. Umarmungen und andere Zeichen der Gemeinschaft und der Verbundenheit waren damals problemlos und gehören in Grandchamp zum alltäglichen Leben. Tag für Tag haben sich die Schwestern in ihrer Kapelle versammelt, sind die steile Treppe hochgestiegen in den alten Tabaktrockenraum, um dort zu beten, zu singen und vor allem, um still zu sein. Sie haben Gäste empfangen und mit vielen Menschen Kontakte gepflegt. Jetzt sitzen sie in Quarantäne oder Isolation. Das Virus ist in ihrer Gemeinschaft angekommen. Sie dürfen niemanden empfangen. Und niemand von ihnen darf jetzt irgendwo die Liturgie mitfeiern, die sie für die ganze Welt gestaltet haben, weil sie eben in Quarantäne sitzen. Traurig. So wünschen wir an dieser Stelle allen, nicht nur in Grandchamp, sondern allen, die krank sind, die kämpfen mit Covid-19, hoffentlich Genesung. Und wir danken allen, die bis über ihre Kräfte hinaus sie pflegen und helfen, dass der Tod nicht überhand gewinnt. Und die Schwestern von Grandchamp haben uns für den heutigen Sonntag jenen Text aus den Abschiedsreden Jesu mit auf den Weg gegeben, aus dem 15. Kapitel des Johannesevangeliums. Martin Bauer hat ihn für uns gelesen. Das soll Grundlage für die Predigt sein. Ein unendlich voller Text. Viele, viele Gedanken sind da drin, die der Evangelist zusammengefasst hat, der ja Jesus und seine Jünger wohl gar nie erlebt hat. Und ich möchte versuchen, ein kleines Konzentrat zu machen. Weinstock und Reben. Verwurzelt in der Erde, stabil im Urgrund. Ihr alle kennt die Rebberge bei uns, ob am Bieler, am Neuenburger See oder im Wallis, oder wo auch immer, oder hier oben am Schloss Gutweg, wo auch ein wunderbarer Wein wächst. Frucht, Freude, Fröhlichkeit und als viertes F Frömmigkeit. Denn Frömmigkeit bedeutet für mich, sich der Wurzel immer wieder neu vergewissern. Nicht fromm zu tun und nach außen sich entsprechend zu verhalten, sondern Frömmigkeit ist für mich, dieser Wurzel sich verbunden zu wissen und aus dieser Wurzel neu, immer wieder neu zu leben. Weinberg, Weinstock, Rebe. In der ganzen Bibel taucht dieses Bild auf. Die Propheten vergleichen das Volk Israel mit dem von Gott angelegten Weinberg,
mit einer Mauer umgeben, geschützt vor Dieben und Tieren. Tiere haben nämlich offensichtlich die Trauben auch gern. Und im Weinberg geschützt sind die Weinstöcke gepflanzt. Der Weinstock, der Weinberg, die Mauern brauchen Pflege. Sie brauchen den Winzer, der mit Engagement und Liebe zu seinen Weinstöcken Sorge trägt und in manchen Jahren vergeblich arbeitet, das wissen wir auch. Denn Unwetter und Schädlinge verhindern hier und da, dass sich die Trauben ernten lassen. Wir, die wir nicht Weingärtner sind, nicht Winzer sind, wir bemühen uns, engagieren uns für andere, für unsere Gemeinde, für unsere Welt. Und dann geht alles schief. Keine Frucht, keine Freude, keine Fröhlichkeit, kein Dank. Nur der Misthaufen der schlechten Taten, der aufgebeigt wird. Was dann? Was dann? Im Text heißt es, bleibt an mir, bleibt verbunden, gebt den Bezug zum Wurzelstock keinesfalls auf, dann werdet ihr Frucht tragen, ganz gewiss. Und 7-mal heißt es in diesem Text, bleibt in mir und ich in euch, bleibt in mir. Und es gibt kaum ein besseres Bild als den Weinstock und die Reben, und zwar so, wie wir den Weinstock und die Reben im Orient kennen. Klein, knorrig, unscheinbar der Weinstock. Meist nur so niedrig oder sogar ganz am Boden. Lang und über Bäume wachsend, aber die Reben, unendlich lang, oft am Boden liegend. Und an den Reben dann die Weintrauben, die am Boden liegen, um die Wärme der Steine in der Nacht noch auf sie aufnehmen zu können. Denn Feuchtigkeit gibt es im Orient im Sommer normalerweise nicht. Anders als bei uns. Wenn wir das tun würden, dann könnten wir garantiert nichts ernten. Wir müssen die Trauben hochbinden, damit sie eben nicht vom Tau in der Nacht benetzt werden. Aber dort ist es anders. Der Weinstock ist der niedrigste unter allen Bäumen und wird doch aller Bäume Herr, heißt es in einer alten Auslegung. Der Weinstock der niedrigste unter allen Bäumen und doch aller Bäume Herr. Und es gibt beim Weinstock Trauben und Rosinen, es gibt aber auch Essig, so sagt der Ausleger weiter. Und der Kommentator folgert daraus, wie beim Weinstock gibt's auch im Volk gute und schlechte, gebildete und ungebildete, sagt er. Ich würde das wohl anders formulieren. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, fährt er fort, wenn ihr nicht in mir bleibt und zitiert damit den Text noch einmal. Das genau ist die zentrale Aussage unseres Abschnitts. Und das ist den Schwestern von Grandchamp wichtig. Verbunden bleiben mit dem Urgrund, verbunden bleiben mit Christus. Und der Evangelist Johannes will Mut machen, den Weg weiterzugehen, trotz Isolation, trotz Corona, trotz der in Zukunft wieder virtuellen Gottesdienste. Im Gebet, in der Liebe, in der Hoffnung. Genährt aus der Verbundenheit mit dem Wurzelgrund des Weinstocks. Der Winzer, Gott, pflegt die Reben. Frucht bringen ist Lob Gottes. Was aber gute Frucht ist, was gutes Handeln ist, steht hier nicht in unserem Text. Es steht weder was von Öxlegrad, von Gewinn, von Effizienz, noch von Leistung. Im kleinen, unscheinbaren Wort steckt der Auftrag. Bleibt in mir und ich in euch. 7-mal.
Lauft nicht davon, trotz allem. Bleibt dran, auch in der Tristesse der Corona-Pandemie. Bleibt in mir, bleibt am Weinstock. Dann werdet ihr mit dem Wurzelboden verbunden bleiben. Dann strömen euch Wasser und Nährstoffe zu. Dann wachsen Trauben, dann wird Frucht. Ob guter Wein oder Essig, ist zweitrangig. Schließlich braucht es auch den Essig, um saure Mocke zu machen zum Beispiel. Entscheidend bleibt das Verbundenbleiben. In der Gemeinschaft der Christen soll die Verbundenheit mit Christus erfahrbar werden. Dazu hilft die strukturierte Gemeinschaft der Kirchen, katholisch, reformiert, freikirchlich, orthodox oder wie auch immer. Jede dieser Kirchen mit N ist Teil der einen Kirche Jesu Christi. Und wenn wir das respektieren, dass wir alle Teil sind dieser einen Kirche, dann bleiben wir zusammen unterwegs, dann loben wir Christus, den Herrn der Kirche, dann loben wir Gott und geben weiter von dem, was wir empfangen haben. Wir gehen über Grenzen und Sprachen, Länder und Konfessionen hinweg, über Grenzen von Glaubensformen, denn die sind da. Aber wir können, wir sollen, wir müssen sie immer wieder überschreiten, zu den anderen hin. Gottes Geistkraft inspiriert uns, leitet uns. Und in der Liebe können wir einander begegnen. Hoffentlich bald wieder so, dass wir einander den Friedensgruß wirklich weitergeben dürfen und miteinander Brot und Wein teilen dürfen, miteinander Gott loben und so das umsetzen, was uns in diesem Text als Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben ist. So wächst durch uns in der Welt, für die Welt, hoffentlich guter Wein und nicht saure Trauben. Amen.
Wir beten. Gott des Lebens, du hast alle Menschen nach deinem Bild geschaffen. Wir preisen dich für die vielfältigen Kulturen, Ausdrucksformen des Glaubens, Traditionen und Völker. Wir setzen uns ein gegen Ungerechtigkeit und Hass. Wir stehen auf, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Klasse und Religion, wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor den Fremden diskriminiert werden. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Barmherziger Gott, durch Christus sind wir eins in dir. Lass uns mit Menschen aller Religionen in Frieden zusammenleben. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen und wurdest in allem uns gleich. Schenke uns den Geist der Barmherzigkeit, dass wir Zeit, Leben und Besitz mit denen teilen, die in Not sind. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Heiliger Geist, du hörst den Aufschrei der verwundeten Schöpfung und die Klage derer, die unter dem Klimawandel leiden. Wir sind Teil der Schöpfung und wollen in Frieden mit der Schöpfung leben. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. Wir sind dazu berufen, Diener der versöhnenden Liebe Gottes zu sein. Unser Einsatz in und für die Welt bringt Früchte, wenn wir in Gott bleiben wie Reben des Weinstocks. In einem Moment der Stille besinnen wir uns auf die von Gott gestiftete Mitte, auf die Mitte im Leben, in der Welt, im Universum. Und in diese Stille hinein nehmen wir all die Menschen, die aus unserer Gemeinde, aus unseren Gemeinden verstorben und bestattet wurden. Ich nenne die Namen derer, die aus unserer reformierten Gemeinde bestattet wurden. Daniel Ehrenmani, Margrit Oettlinger, Lieslott Barbesa-Schnebeli, Verena Berger-Gerber und Ruth Kupferschmid-Kumli. In den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir. Vater, unseres Himmels, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir verlieren unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Spiritualität und Solidarität sind untrennbar verbunden. Gebet und Handeln gehören zusammen. Für Grandchamp, für Tessé und alle diese klösterlichen Gemeinschaften ganz besonders. Aber auch für uns, auch wenn wir es nicht so explizit leben, dreimal am Tag zu beten, dreimal am Tag zu schweigen, dreimal am Tag zu singen. Beten und arbeiten. Ora et labora, lutte contemplation,
Das lässt sich durchaus auch im Alltag verbinden. Wenn wir in Christus bleiben, empfangen wir den Geist, der uns Weisheit und Mut verleiht, so dass wir gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung uns einsetzen können. Und darum lesen wir nun gemeinsam jenen Text, den die Schwesternschaft von Grandchamp täglich liest. Seid eins, damit die Welt glaubt, bleibt in seiner Liebe, geht hinaus in die Welt und bringt Früchte dieser Liebe. Der Gott der Hoffnung, erfülle uns mit Frieden und Freude im Glauben.